Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Waffel. Waffel. Wo die Waffelpuppe ist. Vielleicht taucht sie später noch im Inventar auf und es ist irgendwie ein Bug. Ich habe jetzt keine Lust, hier ewig mich darüber aufzuregen. Ey, das war cool. Okay, gehen wir mal runter. Nee, warte mal, wo muss ich hin? Da, so muss ich lang. Da liegt noch... Ach, warte mal, da liegt auch noch einer. Nee, das war der Chef, ne, den wir uns schon... Ja. Das war Chef. So. Dann haben wir hier das Mutantenlager mal ausgehoben. Fürs Erste. Spüllappen. Ein Rezept. Ein Safe. Mit ein paar schönen Sachen. Eventuell. Grünes Hemd und Kampfstiefel. Na gut. So ein grünes Hemd nehmen wir mit. Nimmer Gemmer, alles klar. Zierede, nehmen wir auch. So, Waffen, tralala. Wir nehmen alles. Müssen wir nachher nochmal uns ausmisten. Ach, immer diese scheiß Angewohnheit, alles mitzunehmen. Hier, verstellbare Schraubenschlüssel braucht man natürlich. Ist doch klar. Kochstation. So sieht das aus hier. Okidoki. War hier noch irgendwas? Lecker, lecker, lecker Hirscheintopf. Noch eine Kochstation. Aha, wir haben den Gefängniszellenschlüssel, das ist sehr gut. Bauplan. Was haben wir denn da? Nathan, ich kann nicht glauben, dass Ella alle davon überzeugt hat, ihre Waffen abzugeben und in die Waffenkammer einzuschließen. Diese blöde Kuh schmeißt den Laden, seit wir Helvetica verlassen haben. Aber ich glaube, es wird Zeit für eine Veränderung. Ich habe ihren Schlüssel zur Waffenkammer geklaut und ihn unter dem Blumentopf in meiner Hütte versteckt. Ich bin mal gespannt, wie sich die Leute jetzt rumkommentieren will. Die Waffenkammer finde ich hier scheinbar nicht. Frag sich, wieso hier nichts ist. Guck mal, da haben wir ein bisschen Munition. Und jetzt gehe ich nochmal hier in den Rumpf. Ganz stumpf gehen wir in den Rumpf und danach geht's weiter. Habe ich das nicht genommen? Okay, jetzt. Die hier machen. Hier ist noch eine Wackelpuppe. Guck. Oh, hier ist die Charisma. So.
Interessant. Also während der Beta habe ich zweimal die Medizinerwackelpuppe gefunden. So, wo ist die denn jetzt? Da! Und die andere Wackelpuppe ist nicht da. Die Wackelpuppe Glück. Was ist das denn für eine Scheiße? Finde ich ja doof. Tatsächlich nicht da. Ich dachte schon, ich guck nicht richtig, aber ich habe richtig geguckt. So, ich muss jetzt hier runter zu meiner Hütte. Und dann mal kurz da habe ich noch keine Treppe gesetzt. Das ist natürlich ungünstig. Wer hat mir denn hier? Hä, wer hat mir denn hier was kaputt gemacht? Das ist ja nicht zu fassen. Wo ist das Ding? Hier. Sekunde mal. Habe ich noch irgendwas gelagert? Hallo? Gelagert, nichts, kürzlich nichts. Blaupausen. Öden Wände, eine Wand bitte. Wieso kann ich hier keine Wand reinsetzen? Was ist da los? Ach, reparieren, alles klar. Da war noch eine Wand drin. Achso. Deshalb, so, Dächer. Mach hier mal zu. So. Einmal zu und dann mache ich noch eine Kunde. Erstmal muss ich hier den Schrott. So. Alles klar. Verwerte Vorkriegsgeld. Ach, das geht auch. Okay. Dann mache ich nochmal eine Treppe. Ja, war doch richtig. Boah, ich hasse es. Das ist so ein Mist hier. Guten Tag. So, und dann hätte ich gerne jetzt noch eine Treppe. Und zwar eine, die nach da oben führt. Oder sowas in der Art. Eine Treppe, die nach oben führt. Wie kann ich das denn machen? Warte mal, dann muss ich mal hier nochmal ans... So. Dann könnte ich jetzt hier quasi so... So. Oder... Wenn ich so mache, komme ich da noch durch?
Da könnte ich eine hinpacken. Jetzt ist die Frage, ob ich hier durchkomme. Muss ich mal hier ran? Lagern. So. Hier kommt ja so einfach keiner hoch. So, von daher kann ich das auch erstmal so lassen. Und jetzt gucke ich mal. Nein. Bauen? Bauen? So. So. Sieht ja schon mal ganz nett aus. Was haben wir denn noch? Schutz. Generatoren, Stromanschlüsse, Licht. Oh, ich könnte mal ein Licht hinnehmen. Und hier auch. Was haben wir noch? Essen. Meinst du, ich könnte was anpflanzen? Ich könnte Essen anpflanzen. Guck mal an. Und dafür muss ich das mal... Wenn man Steuerung gedrückt hält, kann man auch WASD nutzen. Das ist, wenn man Shift gedrückt hält. Mann, wenn ich das hätte eher gewusst. Mhm. Gibt es dann noch eine Alternative für... Left-Right-Variation? Ne, gibt's nicht. Okay. Wasser. Eine Wasserpumpe. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Bringt mir nichts, wenn ich hier drinnen baue. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich baue die mal hier hin. So, dann haben wir noch Ressourcen. Tische, Wanddeko. Egal. So, gehen wir hier hin. Sammeln. Na gut. Welcher Depp schießt denn hier auf uns? Nix Metallrüstung verwerten. Was mache ich? Was? Sekunde mal. Ich ziehe mich mal aus. Mal eben schauen, was wir jetzt gefunden haben. Kleidung. So, Fischer-Outfit. Könnte ich anziehen. Kann ich aber lassen. Wie sieht das aus? Ja, weiß ich nicht. So. Schicke Metallrüstung. Das Ding kann ich leider noch nicht anziehen. Das ist diese Metallrüstung, okay.
Waffen. 10 mm, hohe Feuerautomatikpistole, cool. Sowas hat er also gehabt. Oh, noch eine Automatikpistole, cool. Taktisch, panzerbrechend. Gegen wen kämpfe ich denn da? Was ist denn da los? Junge, Junge, Junge. Okay, wir gehen mal eben hier ran. R-Gegenstände verwerten. So, Waffen. Die normale Automat... Achso, okay. Golfschläger erstmal. So, Impro-Revolver. Mehrzweck-Axt. Blanke braucht man auch nicht. Blanke braucht man auch nicht. Das ist eine sehr, sehr schöne Automatikpistole. Die kann weg. So, panzerbrechend Aufklärung. Und dann habe ich hier... Natürlich Jagdgewehr ohne Ende. Das habe ich natürlich selber. So, und hier habe ich auch eine 10 mm. Das ist auch eine 10 mm mit 17 Schaden. Feuerrate 43. Feuerrate 91. Das heißt, die kann ich auch weghauen. So. Dieses automatische Impro-Gewehr mit Schaden 13, 38er Muni. Was habe ich? Hier habe ich auch noch eine 38er Muni. Feuerrate 60 und das ist 75. Gar nicht mal so verkehrt. Kleidung, das Fischer-Outfit. Grünes Hemd und Kampfstiefel. Das Ding konnte weg. Den kann ich noch nicht tragen, leider. So. Okay. So, dann gucke ich mal, was ich hier so noch modifizieren kann. Jetzt laufe ich hier schon wieder so nackt durch die Gegend. Kann ich hier noch irgendwas Schönes machen? Stabiler Griff. Kann ich nichts machen. Also die würde ich schon ein bisschen gerne ein bisschen kürzer machen. So, solider langer Lauf. 72, verlängerter Lauf, Präzision 45, 58. Ja, es hat schon eine höhere Präzision, ist schon nicht schlecht. Mist. Ah, das Ding wiegt so viel. Ich muss den langen Lauf machen. Ich muss ihn lassen. Ich lasse den mal. Was können wir denn noch? Was ist denn mit unserer Laserpistole? Reichweite, guck mal hier. Das ist schon mal nicht schlecht.
Verlängerter Lauf, Standardgriff, Standardvisier, kein Reflex mit. Schade, nukleares Material fehlt uns da noch ein bisschen. So, und dann haben wir jetzt hier diese neue. Dieses neue Impro-Gewehr. Automatikverschluss. Gehärteter Verschluss. Automatikverschluss. Muss ich, glaube ich, leider lassen. Stummellauf. Standardmagazin. Warte mal. Keine Mündungsbremse und ich würde es ja eigentlich gerne mal reparieren. Wieso konnte ich die nicht reparieren? Es fehlt uns Kupfer. Okay. Was kann ich denn reparieren? Gerade. Also die Knarre kann ich ja eh noch nicht benutzen. Das heißt, ich könnte sie so lange hier reinpacken. Warte mal, nee, das natürlich nicht. Okay. Kleidung kann ich auch da reinpacken. So. Gesammelten Schrottlager. Okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Einmal kurz hier favoritisieren. Alles klar. Gut, wo habe ich jetzt was? Jagdgewehr. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Wo ist denn hier meine Laserpistole? Ich C ändere mal. Da hätte ich nämlich jetzt gerne die Laserpistole. Hier hätte ich gerne das Automatik. Hier hätte ich gerne die Pumpgun. Hier hätte ich gerne das Ding. Okay. Was fehlt uns denn noch? So. Impro taktisch gehärtet. Laserpistole, die habe ich. Die. Soweit haben wir alles. Okidoki. Gehen weiter. Auf geht's, Kameraden. Huch. Hilfe. So, ich möchte jetzt da unten hin. Oh, hier war auch was. Mit Sweetwater soll ich sprechen. Warum soll ich mit Sweetwater sprechen? Wer ist denn hier eigentlich so alles unterwegs? Nicht ganz so viele. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Was habe ich denn hier noch?
Finde den nächsten Tagebucheintrag. Oh ja, okay, wir kommen jetzt also nach da unten. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Was ist das denn da? Ein Vergnügungspark? Was ist denn mit dem Mottenmann hier? Da bin ich auch mal rüber. Egal. So, ich gehe einfach mal in die Richtung. Ich höre Schüsse. Wen schüsselt es denn hier? Ey, ich sehe Wasser. Ist doch Wahnsinn. Guck mal, endlich wird Wasser angezeigt. In der Beta wurde mir das Wasser nie angezeigt. Da gab es dann noch Grafikbugs. Das erste Mal, dass ich hier Wasser sehe. Also, ich meine, dass ich... Man hat das vielleicht hier schon gesehen in meinem Let's Play, aber ich habe darauf nicht geachtet. Jetzt habe ich jetzt darauf geachtet und habe es gesehen. So, das wollte ich damit sagen. Minium, wer ballert denn hier? Hallo? Dürfte ich Sie mal hier an die Theke bitten? Oh. Gut. Von hinten erschossen den Typen. Ja, da waren wir ja schon. Hier war ich auch schon. Hier habe ich den Maulwurf-Rattenkönig besiegt. Kurz nachdem ich die letzte Aufnahme beendete, kam da ein paar Maulwurf-Ratten hier noch an. Inklusive eines Königs. Also nichts, dass da gab es auch nichts Besonderes. Nicht der Rede wert eigentlich. Aber ich rede trotzdem drüber. Damit ich nicht die ganze Zeit schweige. So. Was haben wir denn da? Alte Fabrik. Ah, das ist die Wasser. Das ist doch die Wasseraufbereitung. Ach, guck mal. Das ist aber nicht die Wasseraufbereitung. Ich musste, hatte doch schon mal hier was mit der Wasseraufbereitung zu tun. Wo kommt denn hier was ange... Alter, ich höre doch was. Crapman! Junge! Mylock, wie cool. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. So, wir schauen uns das mal hier an. Ich soll mir einen Wohnwagen anschauen. Ich schaue mir einen Wohnwagen an. Wo ist denn der Wohnwagen? Alter. Schock mich doch mal. Wo kommen die denn her? Diese dämlichen Viecher. Die scheinen da überall zu sein. Ich nehme mal eine andere Waffe. Ist das der Wohnwagen da? Den werde ich mal untersuchen. Soweit nur das möglich ist. Ich gehe einmal hier rein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Danke. So, ja, mal hier die Sachen wegnehmen. Guck mal, das kann ich mir mal eben anhören. Was habe ich da jetzt gerade bekommen?
du meine Nachricht erhalten hast und mein Hinweis klar genug war, um dieses Holoband zu finden. Ich verlasse die Hütte.